Hallo und guten Abend, meine Lieben. Heute ist der 12. Februar 2020 und wie ihr wisst, habe ich ja heute mein Starter-Kit bekommen, habe heute auch schon das Starter-Kit teilweise ausprobiert, auch noch mit zusätzlichen Produkten. Und möchte euch jetzt zeigen, dass es also die ganzen Stunden gehalten hat. Mein Sport ist jetzt beendet und mein Unterricht. Und ich probiere aus, ob es tatsächlich gelingt, aus fast den gleichen Produkten noch mal mehr rauszuholen. Ich werde drei Produkte ersetzen. Und zwar geht es später darum, das ist hier der Epic. Ich muss das ablesen, ich habe noch nicht so viel Ahnung und meine Brille muss momentan noch aufbleiben. Das ist der irgendwas mit 4D, ne? Genau, der Unique Mudstroke Epic 4D. Ja, also ich hatte heute Mittag die Wimperntusche, die braune Wimperntusche benutzt. Das werde ich gleich also austauschen. Ich greife in mein Köfferchen. Es kommt gleich ein anderer Lippenstift dazu, der auch in dem Starter-Kit mit enthalten ist. Und dann werde ich nur noch ein zusätzliches Produkt verwenden. Das ist der Eyeliner. So, dann fange ich mal an und zwar Brille ab und guck genau auf die Uhr, wie lange ich brauche. Entschuldigung, ich muss euch natürlich auch anschauen, wenn ich mit euch rede. Ich hoffe, meine Augen sind geöffnet. Ohne Brille sehe ich wirklich mittlerweile fast gar nichts mehr. Also Entschuldigung, wenn ich zwischendurch noch ablesen muss. Und wenn ich lache, sind sowieso meine Augen geschlossen. Wer mich kennt, weiß das. Hier an der Seite steht mein Köfferchen und an der Seite liegt mein kleiner Spickzettel, wo groß drauf steht, wie die Produkte heißen, damit ich das auch ohne Brille lesen kann. So, wir fangen an mit diesem Produkt. Ja, und das habe ich mir schon gedacht, das wird so eine Art wirklich mein Lieblingsprodukt. Das ist nämlich die Stick Foundation Tulle. Und die ist total genial aufzutragen. Und dafür muss ich natürlich immer so ein bisschen so auf den Bildschirm gucken, ne? Damit ich auch sehe, was ich hier tue. Und dazu gibt es diesen Pinsel. Jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, wie der heißt. Auf jeden Fall ist das hier so ein ganz flacher Pinsel. Ja, und damit kann man diese Foundation, das ist eine Foundation, ein Foundation Stick ist das, und den kann man damit verteilen. Ja, den nehme ich jetzt, drehe den ein kleines bisschen raus, gucke jetzt natürlich hier, was ich mache. So, ach, ungewohnt, ne? Und ihr seht, so macht man hier nur kleine Striche, wo man denkt, dass man das braucht nochmal. Ganz, ganz winzig nur oder kleine Punkte. Mehr nicht. Ja, die Haltbarkeit soll ungefähr 3 Monate sein von diesem Stick. Ich bin mal gespannt, wie lange er bei mir reicht. Heute ist mein erster Tag. Und dann verreibt man das einfach. So, ein bisschen hier durchs Gesicht gehen nochmal. Also man kann das selbst, ohne dass ich jetzt auf den Bildschirm schaue, sondern euch angucke. Ja, jetzt mache ich nur mal meine Haare ein kleines bisschen beiseite und verteile das hier schon mal. Gehe auch nochmal so über die Augenbrauen drüber, über die Augen drüber. Ja. Einfach mal so hin und her, ein bisschen kreisförmig fertig, hoffe ich zumindest. Packe ich wieder beiseite.
Ah, jetzt, das ist auch wirklich der Highlight für mich. Und zwar ist das der Augenbrauenstift. Brow Liner, aber light, weil ich ganz, ganz, ganz helle Wimpern habe. Und mit dem hier kann ich wirklich malen, bis der Arzt kommt, und das wirkt überhaupt nicht unnatürlich. Oh, ist das ungewohnt. Okay, ich probiere es einfach mal. Ja, ich nehme jetzt hier so, und ich muss schon raten, wo meine Wimpern sind, weil ich wirklich ohne Brille nicht sehe. Also nochmal ganz kurz. Ah, da bin ich. Oh mein Gott, habe ich viele Falten. Naja, ich hoffe. Nee, das geht auch nicht mit Brille. Aber ich hoffe, dass ihr die Falten nicht, noch nicht so seht wie ich. Ihr müsst so ein bisschen weggucken, ne? Da und nicht das Gesicht verziehen, habe ich mal gehört. Also ihr seht, das bleibt wirklich ganz natürlich. Da und da noch mal ein bisschen nacharbeiten, nur ein bisschen tupfen oder streichen, wie ihr das möchtet. Den kann man hier so rausdrehen. Kann man das sehen? Da, zack, rein und raus. Ja, und wenn man den reinmacht, ist der auch geschont, macht die Kappe einfach drauf und legt den wieder zurück. Das heißt, ich habe jetzt die Foundation und die Augenbrauen fertig und nehme jetzt hier die Vierer-Palette. Das ist die Shadow-Palette Nummer 4, ist ebenfalls in dem Starter-Kit enthalten. Aber dieser Starter-Kit, der ist wirklich nur für Februar 2020. Ist auch hier so ein kleines Spiegelchen. Ups, da bin ich ja. Kuckuck. Oh, das sieht schön aus, ne? Auch eine gute Idee. Müsste man eigentlich ein Foto von machen. Sehr, sehr schön. Und dann nehme ich nur den passenden Pinsel dazu aus dieser Palette. Und ich kann euch sagen, wie ich das vorhin gemacht hatte. Das gibt hier Secretive. Das ist hier so ein, wo ist er denn? So ein ganz goldiger Secretive. Der hier. Da gehe ich nur einmal ganz kurz auf die Palette. Verteile das hier. Ist wirklich so ein bisschen goldig, ne? Also. Das Problem ist, ich habe mich noch nie geschminkt an so einem komischen Computer hier. Und ich merke, so ganz, ganz toll gefällt mir das noch nicht mit dem Licht. Deswegen drehe ich mich ein bisschen, weil ich sonst wirklich nichts sehe. So, das war schon. Dann hatte ich vorhin genommen das dunkelblaue hier. Aus, ach, das ist ja gar nicht das Vierer-Set, sage ich Quatsch. Das ist die Nummer 4. Die Palette Nummer 4, nicht Vierer-Set. So, und dann hatte ich das vorhin so gemacht, bin ich einfach hier runtergegangen. Da, ich mache es jetzt ein bisschen extremer, weil ich ja gerne eine Abendschminkung hätte. Das sieht jetzt erstmal ein bisschen komisch aus, ne? Das macht aber nichts. Jetzt nehme ich das helle hiervon, ja, also das helle Blau. Hannes heißt das, Hannes. So, das helle Blau, und das werde ich mir neben das Dunkelblau machen, bis auf meine bis auf meine Augenlider verteilen. Also hier setze ich an und verteile das bis zu dem dunkelblauen, aber nicht ganz so hoch. Wenn ich hier rumpinsel, ne, dann mache ich mal, damit der Pinsel nicht die dunkelblaue Farbe auch noch dran hat. So, dann, also ist die gleiche Palette, nehme ich das. Was nehme ich denn mal davon? Das Brave. Ja, das ist das etwas dunklere Braun. Also das dritte von links. Das nehme ich mal.
und setze mir das hier nach außen. Da, das sieht erstmal ein bisschen seltsam aus. Also ich tupfe das wirklich nur einmal kurz rein und verteile das hier. Ein kleines bisschen da, wo ihr die Augenhöhlen merkt, da hört ihr auf mit dem Pinsel. Das ist wirklich wunderbar. Das kann man fast mit geschlossenen Augen machen. Wirklich. Und jetzt gehe ich hier an die Augenhöhle. Einfach nur nochmal mit dem gleichen Pinsel. Gehe hier nochmal hoch bis zum Ansatz der Augenbraue. Ja, das muss ich fühlen. Wie gesagt, ohne Brille bin ich wirklich ganz blind. Streiche ab und nehme jetzt nochmal das Tender dazu. Ohne Quatschen geht das natürlich viel, viel schneller. Und das Tender nehme ich hier wirklich so als Highlighter. Ganz eben unter den Augenbrauen so einmal her. Da. Und ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich kann es nicht sehen. Ich muss mich nachher selber überraschen lassen, wenn ich die Brille aufhabe. Dann tupfe ich noch einmal kurz in das Helle rein. Hier. In das Tender. Und gehe hier einmal in den Augenwinkel. Ein klitzeklein, nur ganz kurz mal einmal tupfen. Einmal rein. Mehr ist das nicht. Dann packe ich die Palette weg, behalte aber den Pinsel, streiche aus und verteile das Ganze nur ein bisschen. Ein bisschen durch Tupfen und hin und her. Da tupfen, einmal hier und hin und her. Verblenden nennt man das. Ja, also ich finde schon jetzt für mich ein bisschen zu dunkel, weil ich das gar nicht gewohnt bin. Aber natürlich mache ich nachher nochmal ein Selfie. Und wie ich mich kenne, muss ich jetzt nochmal mit Sicherheit die Augenbrauen ein kleines bisschen dunkler machen. Pack das Ganze weg. Nehme dann hier meinen Mood-Stick. Und zwar Blessed Brusher. Nein, Quatsch. Doch, und Surreal. Das ist auch in dem Starter-Kit für Februar mit drin. Da sind noch ganz viele andere tolle Produkte mit drin. Aber das ist so einiges davon. Also ein ganz unauffälliges Rouge. Hierhin. Und wenn ich das ein bisschen mehr haben möchte, einfach drauf, fertig. Das ist wirklich ganz praktisch. Pack das wieder weg. Und jetzt, meine Ladies, kommt der Epic 4D. Das soll ein ganz besonderer, wie heißt es da noch, Wimperntusche sein. Die sieht so aus. Ich kann nichts sehen. Ich mache einfach so. Meine Haare sind jetzt noch schön im Weg. Epic 4D. Naja, ich sehe nichts. Ich muss nur raten, wo meine Wimpern sind und mache das so wie immer. Nur, dass ich keinen Spiegel habe. Oh weia, das kann ja was werden. Ich glaube, ich muss mir einen Spiegel hinter die Kamera stellen oder so.
Ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Und wie sieht's aus? Gut oder? Ich kann auch Fratzen ziehen. Ah, ja, genau. Und dann wollte ich noch den Kajalstift ausprobieren. Den hatte ich heute Mittag beim Tages-Make-up nicht. Jetzt wollte ich mich ja ein bisschen mehr so für den Abend fertig machen. Und das ist der Mod-Struck Precision Pencil Eyeliner. Man soll sich nämlich angewöhnen, immer die Produkte zu benennen. Ich sehe nichts. Und mal jetzt hier einfach mal drunter. Wirklich blind. Ich habe gehört, man soll nur bis zur Hälfte malen. Ich hoffe, der malt sofort. Weil das kennt ihr sicherlich selbst. Bei manche müssen dann erst so aufwärmen, ne? Und bevor man dann den ersten Strich überhaupt dran hat, ist schon wieder alles vergessen, ne? Dann hat man sich schon praktisch das Auge rot gemalt, ohne dass irgendwie Farbe dran ist. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Ich sehe nichts, aber diese Striche stören mich hier oben, ne? Die werde ich noch ein bisschen mit den Fingern verteilen. Einfach mal so. Und so. Dann ist, das war mir zu viel einfach. So. Und dann nehme ich noch den Lippenstift, der mit da drin ist, in dem Starter-Kit für Februar 2020. Das ist wirklich jede Menge, ne? Reinigungscreme, Hautserum, Beauty Oil, Tagescreme, Nachtcreme, ein Flüssiglippenstift, dieser Lippenstift. Völlig ausgestattete Wimpernzeug, also Wimpernpflege, sonst Wimpernserum für Wachstum. Epic 4D. Mascara schwarz, alles mit dem Starter-Set dabei. Auch die Lidschattenpalette. Ich bin übrigens fertig jetzt oder sollte fertig sein. Lidschattenpalette ist mit dabei. Was haben wir noch? Darf ich mal blinzeln? Also das sind jetzt die Produkte, die ich jetzt mit hier hingenommen habe. Und in den nächsten Tagen werde ich euch auf jeden Fall noch andere Produkte zeigen. Ja, also ohne Quatschen seid ihr richtig schnell fertig. Probiert es einfach aus, fragt mich, kommt vorbei. Wenn ihr hellhäutig seid und keine Augenbrauen habt und normalerweise gar keine Wimpern, ja, dann kann ich euch vielleicht weiterhelfen. Und die Sporttauglichkeit werde ich natürlich testen. So, noch einmal die Haare schön machen. Ja, oder die Haare aufmachen, hier hinlegen, lächeln und fertig. Ich bedanke mich vielmals. Tschüss. Bis bald.